Herzlich willkommen zu einem neuen Part Animal Crossing New Horizons. Wegen eines Versionsupdates werden nun die Speicherdaten aktualisiert. Kann dabei was gelöscht werden? Ich habe gedacht, ich schreibe das jetzt. Oder ich schneide es jetzt einfach mal rein, weil. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da Bugs, wo irgendwas überschrieben wird und alles gelöscht wird. Hat es ja schon öfters gegeben in der Nintendo-Geschichte. Unter anderem bei bei New Leaf. Hatte ich das Problem, wo es auf das New auf das Amiibo Festival Update geupdatet hat. Ja. Mal gucken, was es gibt. Wir besuchen heute wieder eine Insel. Ich komme da jetzt gleich vorbei. Ich brauche noch nebenbei den Code. Okay, ich habe den Code. Super. Der Start ist halt ein bisschen lamer als sonst. Aber mal gucken, was es für Neuigkeiten gibt. Vor allem interessiert mich jetzt, was neu mit dem Update ist. Wir müssen uns das Museum mal angucken. Ist das Museum jetzt schon geupgradet oder kann man das jetzt noch upgraden? Wir können uns das alles am Part gucken. Und wir gehen heute beim Abonnenten vorbei, der 2 Tage wegen dem Part an seiner Insel saß. Respekt an ihn. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 23. April auf Hanning. Zurzeit wird auf Hanning der Naturtag begangen. Eine wichtige Erinnerung für uns alle, was wir tun können, um unsere Umwelt zu erhalten. Der 4. Mai ist eure letzte Chance, an der Aktion teilzunehmen. Ziehen wir an einem Strang für Mutter Natur. Weiter mit dem Neuesten von heute. Wie schon in der Durchsage gestern angekündigt, bleibt Nooks Laden heute wegen des Umbaus geschlossen. Die große Wiedereröffnung von Nooks Laden ist morgen um 8 Uhr. Seid ihr auch alle so gespannt drauf, wie er aussehen wird? Ich habe ihn leider schon gesehen. So, das war's für heute. Und ihr auch, wenn ihr den letzten Part gesehen habt. Wild. Einfach nur wild. Und ich glaube, da kommt auch nochmal ein Upgrade. Also, ich habe doch noch so eine Schwimmkappe gefunden. Und, what the fuck? Okay. Neues Geschenk von Nintendo. Vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Okay. Nook Direct Bank. Danke für die Nutzung unserer Bank. Im Zuge einer Preisanpassung haben wir deine Guthabenzinsen. Oh, lül. Hatte ich da überhaupt Geld drin? Tom Nook, im Zeitraum bis zum 4. Mai gibt es eine spezielle Aktion für Mitglieder von Nookmeilen zum Tag der Natur. Alles weitere möchte ich dir persönlich erklären, also besuch mich doch mal im Service Center. Können wir nachher machen? Ah, das sind doch Pakete? Warum sind da so viele Pakete? Wieso Lettes? Ah, genau, hier haben wir noch die Poster. Lit. Gefällt mir. So, jetzt öffnen wir erstmal die Geschenke. Ich muss mal gucken, was er für einen Rübenpreis hat. Also wir besuchen ja nachher eine neue Insel und dann gucken wir mal am besten, was Sternisack-Teppich. Aha, ja. Weltkarte. Okay. Designen wir gerade noch unser Haus und dann gehen wir zu der Insel, die wir besuchen. Oh je, das könnte noch ein bisschen dauern. Ich muss noch ein paar Rüben mitnehmen. Mal gucken, vielleicht hat er einen guten Rübenpreis. Wir geben ihm dann auf jeden Fall was ab. Vielleicht auch nicht. Die Weltkarte würde ich gern hier platzieren. Über dem Küchentresen dann. Oha, das sieht cool aus. Das gefällt mir, muss man aber noch platzieren. Poster von Flora. Das können wir hier irgendwie hinhängen. Das sieht auch schnucklig aus. Und Poster von Pietro. Können wir gerade daneben hängen. Also das ist jetzt nur so temporär dort. Es gibt ja, wie soll ich sagen, weitaus bessere Positionen. Ja, komm, nimm wieder alles mit. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich finde es heute schon, ich finde es zu riskant, die Woche die Rüben zu lange zu behalten. Weil der beste Kurs ist immer so am Mittwoch. So wie ich den Markt analysiert habe. Ja, wunderbar. Pack wieder das Zeug ein, das keiner braucht. Also Rostteile sollen auch scheiße teuer sein. Die kann man gut wegscherbeln im Online-Multiplayer. Deswegen frage ich ihn, ob er eins möchte. Als Dank, dass er sich so die Mühe gemacht hat. So, das sollte jetzt alles gewesen sein. Die nehmen wir mit.
Dann verkaufen wir mal die Hälfte. Die andere Hälfte verkaufen wir zu einem anderen Preis. Vielleicht finde ich ja noch einen mit 500 Sternis oder so. Gut. Besuchen wir die Insel. Okay, der Flug nach Mallorca ist gebucht. Wichtig ist zu wissen, nach dem Update müssen alle Versionen, also wenn ihr mit wem spielen wollt, müssen alle auf der gleichen Version spielen. Heißt, die, wo das Update noch nicht runtergeladen haben, können nicht mit den Leuten spielen, die das schon runtergeladen haben. Das Problem hatten wir jetzt gerade, ist wichtig zu wissen. Einfach so als kleine Info. Und mal gucken, was uns in Malle erwartet. Ich hoffe, ich werde nicht überfallen, wie schon mal in Mallorca. Zweimal. An einem Abend. Ja, einfach aufpassen. Oh, das sieht auch wunderschön aus. Was ist das für ein Bewohner? What the fuck? Alter, wieso sieht unsere Insel so ranzig aus im Gegensatz zu den anderen? Mir gefällt der Triceratops-Schädel, obwohl es nur der Schädel ist. Oh, er winkt sogar. Er freut sich richtig. Cool. Cool. Wie schafft man das eigentlich, dass man sich winkend hinstellen kann, wenn man so Besuch empfängt? Ich habe es noch nicht geschafft. Also ein Kollege hat mich ja öfters besucht, Lugi, da wo wir das erste Mal die Insel besucht haben. Oh mein Gott. Erstmal winken. Passiert. Er züchtet auch fleißig Blumen. Zeig mir was. Das Tor hier gefällt mir. Das ist Muscheltor. Wohin gehen wir als erstes? Er hat ja alles ziemlich zentral gelassen. So ähnlich habe ich das auch vor, dass wir praktisch die Gebäude auf einen Fleck stellen und den Rest der Natur überlassen und dort ein bisschen Terraforming betreiben. Wie weit ist er denn mit seinem Museum? Können wir nachher angucken? Was hat er denn für Bewohner? Das ist vielleicht noch mal cool zu wissen. Wir haben ja hier die Karte. Er hat ziemlich komische Bewohner, finde ich. Wie ich auch. Der Affe sieht cool aus. Hat was von einem Yeti. Was willst du mir zeigen? Er hat hier eine Musikstage. Habe ich das? Ah, hier ist Entzücken. Ah, hier Begeisterung. Das gefällt mir. Das habe ich auch vor, weil da singen ja auch die Bewohner. Die Popcornmaschine gefällt mir hier auch. Passend vor Museumseintritt natürlich. Und let's look, was er hier hat. Hier hat er noch ein bisschen Ding. Hier ist er noch dran. Ist er nicht rein? Komm, ich geh mal rein. Mal gucken, wie weit er mit dem Museum ist. Ich orientiere mich da immer bei den Fischen. Dann weiß ich nämlich, ob er gespielt hat. Okay, die Kunstgalerie ist noch nicht da. Muss man das also tatsächlich upgraden? Ah, da kommt er. Gucken wir uns mal die Fische an. Ich glaube, er hat recht viel. Aber er war auch recht lang am Terraformen dran. Oh, was? Noch leer? Aber er hat den Randschuh heißt er, glaub. Der ist recht selten, finde ich. Ja, die Schildkröte fehlt ihm noch. Okay, ich glaube, er hat mehr so auf Terraforming jetzt gesetzt. Die letzten paar Wochen. Aber das ist ihm wahrscheinlich gelungen. Es ist übel. Die Sardellen sehen auch so gut aus. Und was hat er denn da? Die Makrele? Ja, es sieht halt ziemlich am Anfang aus wie bei mir. Ich weiß auch noch nicht. Oh, aber er hat einen Riemenfisch. Das ist schon mal wichtig. Da ist auch stolz drauf. Ah, falsche Emotion. Ja, auf dem Riemenfisch kann man auch stolz drauf sein. Den gibt es aktuell immer noch, aber ich habe keinen mehr gefangen. Also, Bruder, wenn du einen Thunfisch hast, dann bin ich neidisch. Ich bin jetzt schon neidisch auf deine Insel, aber beim Thunfisch bin ich echt neidisch. Ja, mal gucken, wir haben noch gar nicht so viel gesehen. Ich check halt immer gern die Museen ab von den anderen. Okay, Schmetterlinge sind da. Oder Seeengel. Hier ist der Rotfeuerfisch drin. Wow. Den habe ich noch nie so klar gesehen. Hat er hier oben schon was beim Riff? Ja, hat er. Anemonenfische. Da gibt es noch zwei weitere Fische, so als kleinen Tipp. Nämlich den Palettendoktorfisch und den Falterfisch. Ich glaube, bei Fossilien ist er tatsächlich ein bisschen weiter. Aber mich interessiert jetzt noch die Insekten-Ausstellung. Mal gucken, wie weit er da ist. Was auch super wird, wenn jetzt Gemälde kommen, dieser Kunsthandel. Der wird übel.
Das wird übelst den Schwarzmarkt in der Community geben. Und da kann man richtig viel Geld rausholen, wenn man Original-Bilder hat. Und die komplettiert. Okay, hier ist der Karpfen. Was ist denn das für ein Käfer? Okay, Insekten ist interessant. Er hat einen Wasserläufer, den gibt's nicht. Er hat einen Schwimmkäfer, den gibt's nicht. Ich spoilere mich da jetzt ein bisschen. Aber deswegen bin ich auch da. Was zur Hölle bist du? Hat er eine Südhalbkugel? Geigenkäfer. Ich glaube, er hat eine Südhalbkugel. Ich weiß auch gar nicht, wo er ist. Ich glaube, er hat eine Südhalbkugel. Das könnte auch gut möglich sein, dass er es woanders hat. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch ein paar Arten sehen, die es bei uns nicht gibt, dann hat er safe eine Floh- und Kohlweißling gibt es bei uns. Nasenschrecke gibt es auch bei uns. Okay, das ist auch bei ihm noch leer. Hier sind die Motten drin. Hat er... Wo bist du? Oh Gott, er hat mich verloren. Ich bin Insekten. Wie Zeugen Jehovas. Nein? War der schlecht? Ich weiß nicht. Ich fand ihn gerade gut. Hätte ich mir gerade selber ausgedacht. So, aber gucken wir uns gleich das Dorf an. Das Dorf ist nämlich das, was zählt. Oh, Schmetterlinge hat er mehr als bei der letzten Insel. Eben, man bekommt Blumen, je mehr Schmetterlinge man hat. Oh mein Gott, er hat Vogelflügel. Ich bin neidisch. Weil die gab es bei mir noch gar nicht. Ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit. Ist aber gut so. Alter, wie groß ist das Vieh bitte? Gefällt mir. Gefällt mir. Das Schmetterlingshaus ist nachher richtig belebt. Okay, wir haben immerhin ein paar neue Arten gesehen. Ich meine, das ist schon mal viel wert. Das ist schon mal viel wert. Da weiß man immerhin, dass es die gibt. Warte mal, hier war ich noch nicht. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Spezielles. Nee. Nee, sollte alles bei uns auch so sein. Hier ist auch der Laufkäfer. Ah, da kommt er. Okay. Auf, was willst du mir noch zeigen? Gehen wir mal raus? Okay. Vom Terraform... Mir gefallen die Bodenlichter hier. Ich glaube, die klaue ich mal. Ich habe ja die Allee Richtung Museum. Und da platziere ich dann synchron auf beiden Seiten Bodenlichtern. Also, das wird super. So, Rübenpreise, genau. Alter, was ist das für ein Punker-Elefant? Ist der cool drauf? Ich weiß nicht. Ich frage ihn nachher mal, offscreen. Ich kann es ja nachher drunter schreiben. Ich rede halt nicht gern mit den Bewohnern von anderen, weil ich sie abluchsen kann. Okay, hier sind Schlepp und Nepp. Was habt ihr für einen Rübenpreis? Oha, du, wen haben wir denn hier? Du bist den ganzen Weg hierher gekommen? Rübenpreise. Bruder. Danke. Ich bedanke mich jetzt schon. Ich habe die für 92 Sterne gekauft. 141 Sterne, ich bin vollkommen zufrieden. Ich bin vollkommen zufrieden. Mein Laden hatte einen Tag zu. Du kriegst auch ein bisschen Geld als Dankeschön. Das war nicht mal ein Drittel. Komm mal raus. Komm mal raus, ich schenke dir was. Sind zwar nur 10.000 Sternis, wo ich dir jetzt gebe, aber die hast du dir verdient. Also ihr müsst Glück haben, wenn ich denke... Warte mal. So. Er hatte jetzt halt Glück für einen guten Rübenpreis. Sind zwar nur 10.000 Sternis, aber ich habe jetzt Rüben verkauft. Und das war schon mal viel wert. Das heißt, ich habe die Woche keinen Verlust. Das ist schon mal echt gut. Das hier gefällt mir. Da wohnt ja der Hahn, wo dort hinten ist. Das gefällt mir sehr, sehr viel Detail. Es wird auf jeden Fall noch besser, wenn er hier noch mehr Blumen hat. Wow. Okay, der Wegweiser hier passt auch extrem gut. Obwohl es keine Kreuzung ist. Und ich finde es gemütlich hier. Hier vielleicht noch eine Rundung reinmachen. Das wäre vielleicht noch cool. Und dann noch ein bisschen, so zwei Reihen Blumen und hier so eine Rundung. Das wäre super. Aber ich glaube, hier ist er noch ein bisschen am Terraform.
Es sieht schon krass aus. Ist es sein Haus? Okay, das will er mir wohl als nächstes zeigen. Wir können auch nicht rein. Jetzt. Ich frage mich, warum das immer so verzögert ist. Muss es beim anderen erst laden, damit es bei uns praktisch geöffnet werden kann? Oh, cool. Oh mein Gott. Ein Korbtisch. Okay, beim Haus hat er noch nicht so weit gemacht. Was ich auch verständlich finde, habe ich jetzt auch. Seitdem ich das Terraforming-Tool habe, rückt das Haus extrem in den Hintergrund. Das ist klar. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Wie sieht das hintere Zimmer? Oh mein Gott. Das ist übelst cool. Was ist das für ein Ding? Die Duftkerze dort oben gefällt mir auch extrem. Oder was ist es? Ist das so ein Raumerfrischer? Das Badezimmer von ihm gefällt mir. Krass, 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 krass. Hätte ich nicht gedacht. Sogar besser als meins aktuell. Das wäre cool. Also wenn du den Part siehst, könntest du mir so ein Ding bestellen. Das wäre richtig gut. Das wäre übelst die krasse... Das ist ein Whirlpool, oder? Das ist ja übelst die krasse Badewanne. Gefällt mir auch hier, der Baum ist super. Er schreibt was. Gefällt mir echt. Bleibt jetzt eigentlich in der Position, wenn ich den Emote ausführe? Tatsächlich. Mir gefällt seine Art zu designen, aber ich glaube, es kommt auch mit der Zeit, wenn man die gescheiten Möbel sammelt. Der Strauch hier gefällt mir echt. Der gefällt mir besser als den wir haben. Ja, ohne Witz. Ich sag zu ihm mal, wenn's nichts ausmacht. Ich glaube, das muss ich nicht cutten. Ich glaube, mittlerweile habe ich raus, wie man hier schnell schreibt. Aber ich find's krass. Das Bad gefällt mir. Was vielleicht noch geil wären, wären so Wandlampen. Was mir jetzt einfallen würde. Aber die braucht man ja eigentlich nicht. Die Raumbeleuchtung ist ja auch so da. Nicht so wie in alten Teilen. Das Moos gefällt mir auch. Ich mache immer das falsche Emote. Die Frage ist, kann er bestellen? Ich kann dir auch noch Geld geben. Kann auch noch was geben. Und bei den Rüben haben wir die Woche also wieder 50% plus gemacht. Das ist auch super. Dann haben wir da jetzt 600.000, die wir nächste Woche wieder reinhauen können. Ich habe mit 30.000 angefangen und jetzt innerhalb von 3 Wochen habe ich 600.000 einfach passiv dazu gewinnt. Ah, ich muss dafür das Haus verlassen. Okay. Wusste ich nicht. Finde ich aber auch wieder komisch. Warum? Die Box gefällt mir hier auch, by the way. Also, er hat einen guten Stil, finde ich. So einen Stil strebe ich auch so ungefähr an. Er hat halt ein bisschen mehr Glück mit den Items, muss man auch ganz klar sagen. Oder vielleicht habe ich einen scheiß Geschmack, ich weiß es nicht. Naja. Mal gucken, was jetzt noch mit dem Häschenzimmer passiert. Das wird auf jeden Fall rausgehauen. Aber danke, Bro, dass du mir was abdrückst. Finde ich echt cool. So, er hat so komische... Was sind das für Blumen? Die habe ich gar nicht. Finde ich krass. Er ist noch ein bisschen am Terraform. Ja, das sieht man auch. Das sieht man auch. Oh mein Gott, was ist hier? Ich warte mal vor seinem Haus. Nicht, dass er mich noch verliert oder so, oder dass er mich nachher wieder sucht. Ah, hier. Die Töpfe gefallen mir auch. Die hat er ziemlich gut platziert. Okay, danke auf jeden Fall. Finde ich voll gut. Und ich finde, mit den Emotionen kann man sich echt super ausdrücken. Finde ich gut gemacht von Nintendo.
Er freut sich auch. Super. Hier kann man, glaube ich, drüber springen, oder? Nein! Nein! Das war der Geigenkäfer. Den haben wir noch nicht. Schade. Ah, okay. Und hier, die Idee gefällt mir auch. Die finde ich auch super. Die Frage ist, ist hier jetzt ein Ding Goldmakrele? Ist ja über dem Wasserfall. Vielleicht haben wir heute mal die Short. Nein, ich habe keine Angel. Ah! Aber er muss mir jetzt keine droppen. Es könnte nur Goldmakrele sein. Schade, dass er jetzt nicht angelt. Aber ja. Wahrscheinlich hat er das Zeug schon, aber hat es verscherbelt. Es gibt ja verschiedene Spielarten. Er will mir hier noch das Haus zeigen. Er ist noch voll im Terraforming drin. Gefällt mir. Bin ich auch. Oh mein Gott. Hat er das Haus von ihr eingerichtet? Ich glaube, er hat seinen Lieblingsbewohner. Und er hat es komplett selber eingerichtet mit dem Herbstzeug. Oh mein Gott. Indem er halt ihr die Sachen geschenkt hat. Also könnte ich jetzt so vermuten. Oh, ein neues Gesicht. Mein Name ist Trita. Du bist wohl von einer anderen Insel zu Besuch gekommen. Verstehe, Robin heißt du also. Habe ich das richtig ausgesprochen? So, auf Mallorca hast du jetzt zumindest eine Freundin, Lucy. Die kriegt auch einen Applaus. Entzücken. Ich vertipp mich immer bei den Emotes. Aber die hat richtig draufgelegt. Also das Haus von der sieht besser aus als meins. So, er schreibt nochmal was. Er hat sich umgezogen. Was sind das, Covid-19 Schutzmaßnahmen? Könnte schon sein. Und Fußballtrikot. Das Fußballtrikot ist auch super. Jetzt hat er was fallen lassen. Ich weiß nie, ob ich es nehmen soll oder nicht. Okay, wir haben hier rechts die Insel noch nicht gesehen. Hier ist er auch noch hart am Terraform. Er steht voll auf Wasserfälle. Ich fühl dich, Bro. Ich fühl dich. Wir haben noch gar nichts vom Update gesehen. Ich glaube, heute muss ich zwei Parts aufnehmen. Hier sieht es noch ziemlich basic aus. Also hier hat er noch nichts gemacht. Ich gebe dir den Tipp, nutz den Platz, den du zur Verfügung hast. Das Fernglas ist auch super. Kann man da durchgucken? Nee, kann man leider nicht. Und hier hat er viel, oh Leute, was ist das hier? Eine Schleuder. So, und hier hat er ein Ding, eine Flaschenpost. Wahrscheinlich sieht das jetzt. Und hier hat er auch noch was. Ist das eine Fundsache oder was ist das? Beutel von Mama. Ah ja. Okay. Er hat was erlernt. Schreib mal in die Kommentare, was das war. Würde mich interessieren. Alter, er hat auch so komische Tümpel hier. Die habe ich nicht. Die habe ich echt nicht. Kann man da irgendwas fischen? Es kann doch nicht sein, dass die Tümpel unnötig sind. Die habe ich nicht. Weil in so Tümpeln herrscht normalerweise ein ganz anderes Biotop, dass es da irgendwie Anemonen irgendwann gibt oder so. Das wäre, voll gut. Da oben ist ein Fossil, aber das holt er wahrscheinlich nach. Wenn ich wieder weg bin. Ja, was gehe ich überhaupt hier lang? Ich habe doch gerade eh keine Angel. Okay, gut, dann hab ich, glaube ich, deine ganze Insel gesehen. Ah, okay, hier ist noch ein Brückendesign. Ein billiges. Gefällt mir. Könnte ich jetzt auch alternativ machen. Ich meine, warum nicht? Komm, wir gucken noch kurz in deine Schneiderei rein und dann verpieseln wir uns. Da mal gucken, wo uns der Wind noch hinträgt. Okay, hier ein Ringer-Outfit, willkommen. Wieder so eine Gucci-Brille in Jackett. Ja, ziemlicher Basic-Shit. Was sagt eigentlich eine Sina, wenn wir sie bei Freunden besuchen? Okay, gar nichts. Sie ignoriert uns komplett.
Er guckt gerade noch auf sein Handy. Ich habe noch Noob-Meilen bekommen. Für was? Muss ich gerade mal noch gucken. So, wir haben noch so viele Inseln vor uns. Ist super. Ich finde es auch krass, was ich mittlerweile für eine Community durch das Spiel aufgebaut habe. Oder was für eine Community hinter dem Spiel steckt. Eine ganz andere als bei Fortnite oder Minecraft oder so. Die Community ist viel offener. Hier hat er noch so einen kleinen Spielplatz. Den finde ich auch noch super. Hier würde ich vielleicht noch empfehlen, so drumherum Sand zu machen. So ist es auf jeden Fall in Städten, aber so ist ein normaler Spielplatz. Das gefällt mir auch. Ah, man kann sich hier sogar draufsetzen. Kann man hier runterrutschen? Nee, kann man leider nicht. Okay. Gut. Dann verpiesel ich mich mal wieder. Und danke, dass du mir deine Insel gezeigt hast. Er freut sich. Cooler Dude. Cooler Dude. Er hat noch gewunken, das hat man jetzt nicht gesehen. Ich fliege jetzt zurück und dann können wir mal gucken, was bei dem Update neu dazugekommen ist. Und ich wurde nicht überfallen in Mallorca. Das möchte ich noch dazu machen. Das letzte Mal, wo ich in Mallorca überfallen war. Ich erzähle euch jetzt einfach mal kurz die Story, während wir zurückfliegen. Habe ich halt vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. Deswegen Finger weg vom Alkohol, meine lieben Kinder. Und ich bin dann an Strand. Und am nächsten Tag war mein Geldbeutel weg. Mein Handy, alles. Und die wurden mir wahrscheinlich an zwei unterschiedlichen Stunden geklaut. Und der Strand wird nachts übelst kalt durch den Wind. Also schlaft bitte nie am Strand ein. Es ist echt nicht nötig. Vor allem bei Mallorca laufen ja immer gewisse Menschengruppen rum, die alles rausziehen. Auch wenn du nichts mehr hast. Wenn du nur noch einen Schein bei dir hast oder sowas, die ziehen ja alles raus. Das Geilste ist, ich hatte ja nicht mal mehr einen Pass. Ich frage mich bis heute, wie ich aus Spanien zurückgekommen bin nach Deutschland. Das ist so meine Mallorca-Story. Ich gehe nie wieder dorthin. Schmutz. Also es war für einmal war es schon okay, für Party machen. Aber es kostet auch zu viel. Gut, wir bekommen wieder Noob-Meilen. Das war so meine Mallorca-Story. Und wer bist du? Du bist mit dem Update neu hinzugekommen. Ich habe gehört, du heißt Gerd. Ich grüße dich und willkommen in meinem kleinen Lädelchen. Lädchen, ach so. Würdest du mir wohl deinen Namen verraten? Robin! Robin, sagst du? Ein wirklich hübscher Name. Oh, ach so, ich heiße übrigens Gerd. Wie ich hörte, hat mein guter Freund Nepp hier einen Laden eröffnet. Da wollte ich mal kurz vorbeischauen. Nepp hat mir erzählt, dass du diese Insel vor deiner Ankunft verlassen war. Wie aufregend. Du musstest sicher erst einmal jede Menge Unkraut jäten. Nun wartet die Insel bloß darauf, von dir behagt und wunderhübsch gestaltet zu werden. Ich möchte dir meine seltenen Blumensamen und Büsche geben, um ein kleines Paradies zu schreiben. Das ist super. Hübsch mit ein paar Blumen um das eigene Heim angeordnet, erzielt man mit Büschen den besten Effekt. Umgibt man sich mit diesen wunderschönen Ziergewächsen, macht man auf keinen Fall etwas falsch. Übrigens habe ich gerade einen wunderschönen Busch im Angebot, eine Azele. Glücklicherweise hat sie gerade Blütezeit, also kannst du ihre volle Pracht sofort genießen. Nun denn, es war eine Freude, dich kennengelernt zu haben. Auf bald, Robin. Okay, muss ich nochmal mit dir reden? Schön, dich wiederzusehen. Unkraut gefällig? Oh, Robin, möchtest du mir vielleicht etwas von deinem Unkraut verkaufen? Ich kenne das Dilemma. Eigentlich möchte man nur etwas pflanzen, ruft dann aber stundenlang herum. Du sagst es. Also Gerd, du bist da voll drin. Ich wusste es, wir verstehen uns gut. Aber das Gärtnern soll ja eine Freude sein. Okay, er kauft Unkraut für einen tollen Preis ab. 20 Sterne ist also das Doppelte. Okay, krass. Aber ich habe, glaube ich, kein Unkraut dabei. Ja, ich habe keins dabei. Schade. Dann gucken wir mal, ob wir was kaufen können. Und zwar haben wir noch die Allee-Setzlinge. Die sehen richtig hübsch aus. Ich glaube, ich hole mir mal 4 davon. Okay, 5. Und 5 von den anderen. 5 von denen.
Super. Ich glaube, die machen sich ja am Eingang ziemlich gut. Aber die sollte man halt nur so gezielt einsetzen. Nein! Der labert mir aber ein bisschen zu viel, finde ich. So. Osterlilien. Okay, hier gibt es auch spezielle Blumen. Finde ich cool. Kann man sich auf jeden Fall geben. Und wir haben heute die Brücke fertig. Die wollte ich euch noch zeigen. Oh Gott, und die Zeit ist schon wieder rum. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ihn auch noch rum da. Wenn nicht, blast mir ganz kräftig in den Schuh. Danke, dass ich die Insel heute besuchen durfte. Tschüss und bis bald.